Gute Dog, liebe Leute in YouTube Land. Das Video ist etwas abartiges. Es ist nicht ein Your Pennsylvania Dutchman und es ist auch nicht ein Ask a Pennsylvania Dutchman. Das Video ist ein großer Gedanke an all die Leute in den Pals in Deutschland. Und das ganze Video ist auf Pennsylvanisch Deutsch. So, wenn du dein Deutsch nicht so gut ist, dann hör mal zu und vielleicht kannst du dein Deutsch besser. Aber zu Thema. Die letzte Woche war ich in Deutschland auf einer großen Movie-Tour. Als viel von euch schon wisst, ich war in einem Movie, das Name Hibber wie Drüber, Pelsisch in Amerika. Es war ein Documentary-Film über uns Pennsylvanisch-Deutsche. Der Movie hat probiert, unsere Kultur, unser Spruch und unsere alten Traditionen, also die Wurzel zu finden und so auf eine Aufsuche zu gehen. Und ich war der Mann, der hat den Audience dadurch das Prozess genommen. So, in 2017, als viel von euch auch schon wisst, waren die Filmmakers, der Christian Schäger und der Benjamin Wagner, do in Amerika bei uns für 3 Wochen. Und wir haben dann viel Sache gefilmt. Wir waren auf ein paar Plätze do in Pennsylvania, in Kutztown Folk Festival und Dietrich's Meets und viel andere Plätze auch. Und dann bin ich nach Deutschland eingeladen, um den anderen Hälfte von dem Film zu machen in De Pals. Und dort waren wir für 1 Woche und wir haben dort gefilmt. Und die ganze Zeit, als ich dort in Deutschland war, in 2017, war ein echter Blessier für mich. Wir haben viel geschafft auf dem Movie, aber wir haben auch ein bisschen Freizeit gehabt und ich bin dadurch die Pals gereist und hat mit viel Pelzer geschwätzt und gebabbelt und die war all so offen und ganz gastfreundlich. So, now müssen wir fast forward tun und es ist 2019 und es ist April und ich bin gerade zurückgekommen von Deutschland. Die letzte Woche war ich in Deutschland für die Movie Premiere und für den so eine kleine Tour zu machen. Wir waren in viel Pelzer Städte, wie Landau, Grünstadt, Pirmasens, Kaiserslautern, Mannheim, Mainz. Also es war so viel, ich weiß nicht mehr, wie alle war. Ich war auch im Guckbox und im Schwätzkasten. Wir haben viel mit den Medien gemacht, als ich dort war. Und jeder Platz, es mag nichts aus, ob es im Guckbox war oder im Schwätzkasten war oder in die Zeitung. Es war alles so gut gegangen. Und viel Leute haben so viel Interesse auf den Movie Cut. Und es war wahnsinnig. Also es war hart zu glauben, wirklich. Jeder Abend waren wir in den Movie Theater gegangen, um den Movie zu anweisen. Und circa jeder Abend wurde der Movie ausverkauft. Echt. Sowas hab ich nicht erwartet. Und nach dem Movie, jeder Abend, bin ich und der Schäger und der Herr Wagner auf die Bühne gekommen, um eine Q&A-Session zu halten. Und das war auch echt gut und cool. Viel von den Pelzer-Leuten, die dort waren so froh, so ein Movie zu sehen. Und sie haben so gute Fragen gestellt und gefragt. Es war wirklich so ein echter Blessier für mich, dort meine Kultur, mein Spruch zu und an die Pelzer-Leute so anweisen und auch dann Antworten zu die Frauen zu geben. Noch einmal war das Woche ganz zu kurz und aber, ich muss ehrlich sagen, die Pelzer-Leute, und ich habe das oft in den Pals gezeigt letzte Woche, die Pelzer-Leute sind eins von den besten Leuten in der Welt. Ich bin oft gereist und ich bin in viel anderen Ländern gewesen schon. Und ja, natürlich gibt es gute Leute auch in anderen Stücken und Teilen von der Welt. Aber die Pelzer Leute sind eins von den besten. Warm, offen, gastfreundlich, nett, persönlich. Alles, was man sagen kann über was ein guter Mensch ist, so ist in die Pelzer. Und ich will vom tiefem Herzen sagen, groß Dank für die Zeit in den Pals. Groß Dank für die große Umarmung, als ich von euch gekriegt habe.
das war etwas, das ich nicht erwartet habe. Also eigentlich sollte ich, weil ich weiß schon, wie die Pelzer sind, aber doch habe ich es nicht erwartet, wie groß es war. So, noch wieder auf tiefem Herz, groß Dank an all die Pelzer leid. Dir seid alle herzlich eingeladen, nach Amerika zu kommen und mit uns Pennsylvania Steitsch zu bobbeln und zu treffen und vielleicht nicht eine Weinschorle zu trinken, aber vielleicht ein Bier. Zusammen am Tisch zu hocken und trinken und genießen. Komm mal drüber. Jedes Jahr, am ersten Woche in Juli, ist der Kutztan Folk Festival. Das ist der beste Platz zu kommen, zu besuchen, um die Pennsylvania Steitsche Leute zu treffen und unsere Kultur mehr über unsere Kultur und Spruch zu lernen. Aber noch wieder groß Dank für alles, was dir, für mich und für die Movie gemacht hat. Das war wirklich, wirklich schön. Bis das nächste Mal, dass ich in den Palz komme. Und hoffentlich ist es nicht zu lang. Ich sag mal, mach's gut. Und hoffentlich sehen wir uns bald. Entweder da in Amerika oder dort drüber in Deutschland. Mach's gut.